Ja, und über diesen Fall Beck möchte ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Professor Volker Kronberg von der Universität Bonn sprechen. Erstmal vielen Dank, dass Sie hier ins Studio gekommen sind. Wir schauen uns die Erklärung von Volker Beck jetzt noch mal an, gucken noch mal, was er genau gesagt hat. Hier hat er sich geäußert und hat gerade auch schon gesagt, dass er hat sich bedankt bei Freunden und Unterstützern schon mal und hat auch gesagt, habe immer eine liberale Drogenpolitik vertreten. Was sagen Sie dazu, dass er sofort alle politischen Ämter niedergelegt hat? Konsequent oder voreilig? Er wird schon gewusst haben, was er getan hat. Volker Beck ist hier nicht irgendjemand, ist hocherfahren. Politisch erkennt das politische Geschäft in allen Schattierungen, mit allen Finessen. Insofern wird er das schon mit Bedacht getan haben. Man darf jetzt natürlich nicht spekulieren, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber was ich doch eben sagen kann, ist, es handelt sich nicht um irgendjemanden aus der Grünen Bundestagsfraktion, irgendein Hinterbänkler, sondern Volker Beck war natürlich bis heute, auch ist er das, gehört zur Kerntruppe der Grünen, ein grünes Urgestein, wenn man so will. Man kann ihn auch klar natürlich verorten, er gehört. Es ist eben auch schon gesagt worden, ja, dem linken Flügel an. Er hat sich sehr hervorgetan als Vorkämpfer für Gleichstellungspolitik, Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften, anderes mehr. Er war jetzt in jüngster Zeit einer der vehementen Kritiker, wenn es darum ging, Flüchtlingspolitik restriktiver mit Blick auf sichere Herkunftsländer zu machen. Da hat er auch gegen die Fraktionslinie gestimmt. Er war unbequem, er war für den politischen Konkurrenten unbequem, er war auch in den eigenen Reihen unbequem, aber er hatte eben auch sehr, sehr viele Unterstützer, er hat sehr viele auch in der grünen Jugend angesprochen, das erlebt man auch in diesen Stunden, da erfährt er ja Unterstützung, während eben aus Baden-Württemberg Winfried Kretschmann, die jetzt im Wahlkampf sind, in der heißen Phase natürlich jetzt zusammenzucken, weil sie natürlich genau das jetzt, eine solche Diskussion, nicht gebrauchen können. Aber nochmal, Volker Beck ist natürlich eine Schlüsselgestalt gewesen seit über 20 Jahren im Bundestag. Sie haben es jetzt gesagt, eine Schlüsselfigur. Man verbindet Volker Beck mit den Grünen und umgekehrt. Und Sie haben auch Baden-Württemberg angesprochen. Es ist die heiße Phase. Viele sagen, verdammt, das ist jetzt ein verdammt schlechter Zeitpunkt. Denken Sie das auch? Wird es tatsächlich Auswirkungen auf die Grünen im Landtagswahlkampf haben? Frau Augustin, und da wäre ich vorsichtig. Das liest man in diesen Stunden auch sehr viel. Und natürlich hat sich Winfried Kretschmann auch dazu geäußert. Aber da wäre ich vorsichtig. Beck steht nicht zur Wahl in Baden-Württemberg. Er sitzt im Bundestag. Es ist etwas ganz anderes als die Debatte um die Grünen mit Pädophilie aus den 70er Jahren, dann als es um den Bundestagswahlkampf geht. Wir haben es hier mit Landtagswahlen zu tun. Wir haben es mit einem grünen Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg zu tun, der parteipolitisch, wenn man so will, genau das Gegenbild zu Beck darstellt. Es ist der Landesvater, es sind eher die konservativen Positionen. Er war Kretschmann jetzt immer Vorkämpfer für Schwarz-Grün, all das ist eben Beck nicht. Und ich glaube doch, dass die Wählerinnen und Wähler da sehr genau zu differenzieren wissen. Natürlich kann eine Partei solche Debatten um solche wichtigen Personen nicht gebrauchen, das ist richtig. Aber es sind noch einige Tage und noch einmal, in Baden-Württemberg wird es um Landespolitik auch gehen. Und wo es um bundespolitische Dinge geht, da wird es um Flüchtlingsfragen und anderes gehen. Das fokussiert sich sehr stark auf die Grünen dort und auf Kretschmann und eben nicht auf Beck. Herr Kretschmann hat sich jetzt heute schon ein bisschen kritisch dazu geäußert. Schauen wir noch mal auf andere Meinungen von Politikern, die im Netz jetzt kursieren. Zum Beispiel hat sich Kanzleramtsminister Altmaier auf Twitter auch geäußert. In der Drogenpolitik bin ich anderer Meinung als die meisten Grünen, aber Respekt für Volker Beck, für die schnelle und klare Reaktion. Und von Katrin Göring-Eckardt haben wir auch noch ein Zitat, was wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Heute wollten einige ein Statement von mir als Politikerin. Ich denke jetzt erstmal einfach so an einen Kollegen. Ja, wie schätzen Sie diese Reaktion, die es jetzt natürlich sofort gibt, ein? Nehmen wir das Altmaier-Statement. Das zeigt, dass er, wir haben darüber gesprochen, unabhängig, unbequem, aber eben auch anerkannt. Und das schimmert ja durch. Das ist jetzt kein Nachtreten von irgendjemandem aus der Union, eben Kanzleramtsminister, sondern da schwingt eben auch Anerkennung mit für eine politische Leistung in der Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Und auf der anderen Seite hat ja auch Beck tatsächlich jetzt sehr schnell Konsequenzen gezogen
ob er sein Bundestagsmandat behalten wird oder nicht, das werden sicherlich, das wird der Fortgang zeigen, die Ermittlungen, das Ergebnis. Wie geht man damit um? Es werden ja jetzt Parallelen und das zu Recht sicherlich zu dem Fall Hartmann gezogen. Das ist ja später bei ihm in seinem Fall das Verfahren eingestellt worden gegen eine Geldbuße. Hartmann ist nach wie vor Mitglied des Bundestages. Also insofern wäre das jetzt voreilig, auch die politische Karriere beendet zu sehen von Volker Beck. Aber wenn ich eben hier die Reaktion von Herrn Altmaier sehe, da schwingt eben bei dem auch Respekt mit. Und das, darüber kann er sich in diesen schweren Stunden sicherlich auch als sehr erfahrener Politiker auch freuen. Sie haben gesagt, auf den Landtagswahlkampf oder die Landtagswahlkämpfe, wir haben 3 Wahlen am 13. März, wird es jetzt vermutlich keine großen Auswirkungen haben. Wie sieht es mit der Bundespartei aus, der Grünen? Wird es da irgendeinen Schaden geben? Ja gut, man wird natürlich tatsächlich abwarten müssen, wie entwickelt sich jetzt das Verfahren, was ergeben die Ermittlungen und wie wird jetzt vor allen Dingen dann auch in der grünen Führung, wie wird diskutiert, wie geht man mit ihm um, wie will man sich mit diesem Sachverhalt auseinandersetzen? Wir haben die grüne Jugend schon angesprochen, dort erfährt er sehr klare Unterstützung, denn Frau Augustin, hier vermischen sich dann sozusagen vermutlich ihm ja persönliches Fehlverhalten mit grundsätzlichen politischen Fragen. Er hat ja nicht ganz zufällig gleich dieses Statement veröffentlicht. Ich war immer für eine liberale Drogenpolitik. Soweit ich das beurteilen kann, war er immer für Legalisierung von weichen Drogen. Die, um die es jetzt hier vermeintlich geht, ist ja keine weiche. Aber das kann sich dann natürlich deswegen sehr schnell... Deswegen auch verwunderlich, dass er das sofort noch mit da reingenommen richtig, hat in seiner Erklärung. Das kann natürlich dann sehr schnell dann auch von einer Diskussion um eine Person, eine Diskussion über das Thema Drogen, Drogenpolitik, Legalisierung von Drogen führen. Das kann natürlich kommen, aber dann sind die Wahlen in den zu den Landtagen gelaufen. Und noch einmal, da wird es jetzt in erster Linie nicht um die Frage weiche Drogen und Legalisierung gehen, sondern da wird es um Haushaltsfragen gehen. Da geht es um die Frage, wie gehen wir mit der Flüchtlingsherausforderung und anderes mehr. Und bei Kretschmann eben, können die Grünen es vielleicht sogar schaffen, stärkste Kraft im Landtag zu werden. Da wird es dann doch um andere Fragen gehen bei diesen 3 Landtagswahlen. Wir haben jetzt gerade Statements von Politikern gehört oder gelesen bei Twitter. Die User beschäftigen sich natürlich auch damit. Und wir haben hier zum Beispiel Hamburg Online: Beck will im Bundestag bleiben. Diese Drogen haben deutliche realitätsferne Nachwirkungen. Haben wir hier einmal und wir haben auch noch ein Zitat. Die andere Seite sozusagen, nein, haben wir nicht. Aber dieses hier, ja, das wird natürlich jetzt sehr diskutiert, dieses Thema im Netz, oder? Ja, selbstverständlich. Und dann, jetzt haben wir dann Hamburg gehört. Ich hatte dann Nordrhein-Westfalen schon angesprochen. Dann wird man Berlin. Hier kommen natürlich jetzt auch die unterschiedlichen Landesverbände. Und es kommt natürlich zu unterschiedlichen Positionierungen. Wir haben es eingangs gesagt, unbequem. Ich habe gesagt, nicht nur für die anderen Parteien und Fraktionen. Er war es in der eigenen Partei auch. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, auch Volker Beck ist ja schon einmal vor wenigen Jahren, wir haben über den vergangenen Bundestagswahlkampf gesprochen, als es um die sogenannte Pädophilie-Debatte, die Aufarbeitung der Vergangenheit ging. Auch da stand er ja auch mit in der Diskussion, weil er da bestimmte Dinge anders dargestellt hatte im Vorfeld, wie er sich geäußert hat vor vielen Jahren, als es dann nachweislich der Fall war. Das heißt, Beck ist natürlich auch jemand, der schon einmal politische Ämter niedergelegt hat. Jetzt ist es ein zweiter Fall. Insofern wird er sich die Frage natürlich stellen müssen, kann ich jetzt trotzdem weitermachen, also sozusagen die dritte Chance oder auch nicht. Natürlich wird das eine Diskussion sein, aber wir dürfen auch nicht vergessen, da schließt sich der Kreis. Er bindet auch bestimmte wichtige Milieus der Grünen nach wie vor an sich. Das sind eben nicht die Kretschmann-Milieus, nicht die Palmer-Milieus, auch im Zweifelsfalle nicht die Göring-Eckardt-Milieus. Er gehört sozusagen ein Stück weit als Ikone, genau wie Claudia Roth, zu den Grünen. Und insofern wird das natürlich jetzt auch Gegenstand des Abwägens parteiintern in den nächsten Tagen und Wochen sein. Wie beurteilt man das und wie will man dann im Grunde damit umgehen? Senkt sich der Daumen oder bleibt da oben? Das ist noch nicht ausgemacht. Abschließend ist es dafür ja auch noch zu früh. Dienstagabend ist er erwischt worden und gestern ist er dann von seinen Ämtern zurückgetreten. Vielen Dank, Volker Kronenberg, für Ihre Einschätzung. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Gerne.